Hubs oder Bridges habe ich eigentlich gar nicht mehr im Einsatz. Alles regelt eigentlich hier drin ein kleiner Server, der die Bridge-Logik eigentlich so gut wie möglich umsetzt. Für die Funkkomponenten habe ich hier Funksticks, das ist der Home Assistant Sky Connect, oder hier ein Duo-Fern-Stick von Rademacher. Daran kann man eigentlich sehr gut mittlerweile offene Systeme anschließen und die bilden dann die Logik entsprechend ab. Also ja, Bridges braucht man tendenziell. Allerdings gibt es da mittlerweile auch ganz gute Alternativen. Also gerade eine eigene IKEA Bridge oder eine Bosch Bridge braucht man eigentlich nicht. Da reicht hier so ein Zigbee-Stick und ein offenes entsprechendes System wie ZHA oder Zigbee to MQTT. Das läuft wirklich wunderbar und dafür ist Zigbee ja gedacht. Also selbst diese beiden Strommesssteckdosen, die sind wunderbar per offene Systeme hier integriert und das funktioniert wirklich prima.